Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Nachdem ich diesen Text gelesen habe, sind mir wieder mehr Fragen als Antworten geblieben. Zuerst bin ich bei dem Satz stehen geblieben: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Wieso steht dann in Galaterbrief 4,7: Ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Bin ich jetzt also Tochter Gottes oder erst, wenn ich die Feinde liebe? Ich habe für mich die Stelle so erklärt, dass es hier nicht um die Substanz geht, ob ich ein Kind Gottes bin, das bin ich ja, aber darum, dass ich Gott ähnlich sein soll, damit man erkennen kann, dass ich sein Kind bin. Denn es ist oft so, dass ich dem immer mehr ähnlich werde, der für mich wichtig ist. Und die zweite Stelle: Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Da hat mich der Gedanke über den Lohn ein bisschen stutzig gemacht. Ich tue doch nicht etwas Gutes oder lieb meine Feinde, damit ich dafür von Gott später belohnt werde. Oder doch? Was ist meine innerste Motivation dafür, dass ich etwas Gutes tue? Und welche Vorstellung habe ich überhaupt von Gott? Denke ich, dass ich im Laufe meines Lebens Punkte sammeln muss, damit ich am Ende mich fragen kann, ob ich genug gesammelt habe, ob es vor Gott reichen wird. Da kann ich ja beruhigt sein, denn es würde nie reichen. Auch wenn ich alle Punkte auf der ganzen Welt sammeln würde, würde es nicht reichen. Gottes Liebe ist ein Geschenk. Und all das Gute, was mir in meinem Leben gelingt, ist nur die Antwort drauf. Und die Frage für heute: Was ist meine innerste Motivation dafür, dass ich etwas Gutes tue? Möchte ich belohnt werden?